Herzlichen Dank für Ihre Einladung. Ich bin ein geborener Münchner und bin in Schwabing aufgewachsen, als Kind eines Studentenpaares, die mich dann im Folgenden antiautoritär erzogen haben, und bin also ein 68er Kind. Und diese große Freiwilligkeit und Freiheit, die gekommen ist mit der sogenannten 68er Revolution, genießen heute alle von uns. Das ist einerseits ein ganz großer Wert, führt aber dann dazu, wenn man gemeinschaftliche Probleme hat oder lösen will, dass der Einzelne sich auf einmal nicht mehr zuständig fühlt und sagt, das betrifft mich ja gar nicht. Was interessiert mich, ob ein Laden- oder Hausbesitzer in der Innenstadt seinen Laden nicht vermieten kann? Ich gehe da draußen einkaufen, ich bin sowieso Pendler, ich habe keine Beziehung dazu. Und wenn der ein Problem hat, dann soll das die Wirtschaftsförderung mit ihm besprechen und nicht ich. Also anders gesagt, ich distanziere mich von gemeinschaftlichen Problemen, von sozialen Problemen. Ich ärgere mich über Flüchtlinge, die kommen und sagen, das müssten weniger sein. Oder ich ärgere mich über zu wenig Parkplätze oder über zu viel Parkplätze und so weiter. Und empfinde mich selbst aber dabei immer als Individuum, als einzelner Mensch, der eigentlich nur reagiert auf das kollektive Geschehen um ihn herum. Das heißt, sie empfinden sich so, dass sie eigentlich Distanz einnehmen zur Gemeinschaft und sagen, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, und auch nicht selber sich in der Verantwortung sehen. Und das gilt aber von allen möglichen. Das reicht vom Nichtwähler, der sagt, mich interessiert das alles überhaupt nicht mehr, bis zum rechten und linken Protestwähler. Also im Prinzip passiert dann Folgendes, dass der einzelne Mensch so ermächtigt wird, so stark wird, so selbstbewusst wird, dass er eben innerhalb der Gemeinschaft erfolgreich als sogenannter Populist ist, aber die Gemeinschaft leidet darunter. Die Gemeinschaft braucht nämlich nicht starke Führer, nicht superschlaue Berater, sondern sie braucht vor allen Dingen Mitglieder der Gemeinschaft, die spüren, dass sie in einer Gemeinschaft sind und deshalb in der Lage sind, so zu handeln, dass die anderen Mitglieder der Gemeinschaft dabei auch das Gefühl haben, dass etwas positiv für die Gemeinschaft geschieht. Und deshalb ist für mich als 68er Kind der Individualismus und der Egoismus heute nicht mehr das Maß aller Dinge. Und wenn ich dann sehe in einer Stadt, abgesehen mal von Planungsfehlern, dass eben ein Stadtzentrum verloren geht, dann stellt sich ja die Frage, warum sollen Menschen in ihrem Stadtzentrum bleiben? Und was sollen sie dort tun? Und warum sollen sie dahin kommen? Sie haben das Internet, da können sie überall hingehen. Sie hören Musik im Internet. Sie schauen Filme an im Internet. Sie haben ihre Arbeit, ihre Schule, da müssen sie viel pendeln. Die Anforderungen werden immer höher. Sie sollen mehr Sprachen lernen, sie sollen Computerprogramme lernen. Viele verlassen morgens das Haus und kommen erst abends um 7 wieder. Und dann sind sie so müde, dass sie zu Hause nur noch ein Glas Wein trinken oder sich vor den Fernseher hauen. Und auch Kinder und Jugendliche sind dann an ihrem Smartphone und treffen keine anderen Kinder und Jugendliche mehr. Auch nicht in diesem neuen Einkaufszentrum, sondern die bleiben dann ganz zu Hause. Und so ein Stadtzentrum kann natürlich nur funktionieren, wenn die Menschen, die dort leben und aus der Umgebung dahin kommen. Aber warum sollen sie dorthin kommen? Wegen einer Kostenersparnis, aus einem materiellen Anreiz, weil es dort billiger ist? Oder was soll da der Anreiz sein? Also letztlich
das, was ich Sozialkapital nenne, heißt ja, dass nicht materielle Güter, Vertrauen, Freundlichkeit, Gastfreundschaft, Solidarität, dass solche nicht materiellen Güter wertvoll sind. Und wenn ich diese nicht materiellen Güter leben möchte, dann möchte ich mit anderen Menschen zusammen sein. Und dann gehe ich ins Stadtzentrum, weil dort die Menschen sind. Und ich bin gerne unter ihnen. Und in anderen Ländern, da haben wir ja auch alle dann Sehnsucht danach, in anderen Ländern, im sogenannten Süden ist das so, da fahren wir gerne in den Süden selbst, was uns viel Geld kostet, und bewundern dort, dass auf der Piazza die Menschen sitzen und auch dort zum Teil gar nicht konsumieren, weil die sitzen oft nur am Brunnen oder drei alte Männer sitzen in Griechenland, Italien oder Spanien, sitzen halt auf ihren Stühlen, die bestellen noch nicht mal was, die konsumieren noch nicht mehr, aber die sitzen da. Und dann kommen irgendwie Kinder vorbei, dann ratschen da zwei Hausfrauen und dann kommen wir und sagen, ja, das ist aber super, da möchte ich gerne Urlaub machen, und sagen, so stellen wir uns das eigentlich vor, und wenn wir dann zu Hause sind wieder, wundern wir uns, weil wir keine Piazza haben. Und diese Differenz, das ist die Frage nach dem sogenannten Sozialkapital, wie weit wir selbst eben bereit und in der Lage sind, ein öffentliches Leben zu führen. Und nicht nur ein privates. Denn wenn ich auf die Piazza gehe, vom Kaufen mal ganz abgesehen, wenn ich auf die Piazza gehe, dann bin ich eine öffentliche Person. Das sind immaterielle Motivationen. Also das geht jetzt nicht darum, welches Ladenangebot oder Kaffeeangebot da ist und was das kostet, sondern es geht eigentlich darum, was finde ich menschlich, sozial dort. Habe ich Hoffnung, dort flirten zu können auf der Piazza, wenn ich dort lang gehe? Kann da was Flirtendes passieren? Das ist eine ganz wichtige Frage in allen Altersstufen. Kann ich jemanden kennenlernen? Da wird überhaupt nicht drüber gesprochen. Das sind nicht materielle Güter. Ist das ein Handelsplatz? Kann ich da was verkaufen oder kaufen? Oder kann ich nur kaufen? Verkaufen? Gar nichts kann ich verkaufen. Ich soll nur kaufen. So ist das heute. Der Handel in dem Sinne als gegenseitiges Geschäft, dass ich etwas selber anbiete und der andere auch, und das kann auch in einem Tausch enden, ist nicht mehr vorhanden. Ich soll nur kaufen. Kaufen mit dem Geld, dass ich es Entschädigung dafür bekomme, dass ich 8-9 Stunden irgendwo hinfahre, in irgendein Büro, in irgendeine Fabrik, in irgendeine Schule, die mit diesem Ort gar nichts zu tun hat. Und wo ich eigentlich nur wohne und schlafe und esse, aber wo ist die Beziehung zu dem Ort? Wo ist der Geist des Ortes? Wo ist die Piazza? Und diese Fragen sind alles Fragen, da geht es nicht um Förderung und um Geld und um Infrastruktur. Ob ich jetzt eine elegantere Brücke baue oder mehr Parkbuchten mache oder eine Tiefgarage da ist. Diese sozialen Güter überhaupt erstmal wieder zu entdecken, ist das Erste. Und mit diesem Wiederentdecken, da machen wir eben eine Umfrage mit 8 Fragen weltweit, wo wir die Leute bitten, auf einer Skala von 10 hoch bis 1 niedrig, 8 dieser sozialen Güter zu bewerten. Und das machen wir in Afghanistan und in der Taliban-Hauptstadt Quetta in Pakistan, wo unser Partner dort in Quetta, die nennen sich Youth Development for Pakistan, also Jugendentwicklung für Pakistan, so eine winzige Organisation. Und dann kann man anonym überhaupt erstmal entdecken, dass es solche sozialen Güter gibt. Denn auch in diesen Ländern ist das natürlich zugeschüttet. Auch in Pakistan und in Afghanistan hat der Krieg und die damit
verbundenen Geschäftsmodelle des Krieges, nämlich Soldat zu werden, entweder für die Regierung oder für die Rebellen, haben ja auch die sozialen Güter zerstört. Es ist ja nicht so, dass dort eine heile Welt ist. Und auch dort ist es so, dass diese sozialen Güter natürlich theoretisch auch verloren gehen können, wenn man sie vergisst und dann sitzen alle nur noch vorm Smartphone und pendeln. Was sozusagen die beiden erwünschten Tätigkeiten sind in der kapitalistischen Welt, pendeln und Smartphone gucken. Und das trägt natürlich aber sozial nicht, weil man durch diese beiden Tätigkeiten, auch wenn man sie vielleicht als sinnvoll ansieht, pendeln, weil man ja sein Geld verdient oder seine Ausbildung bekommt, dennoch nicht zu einer sozialen Befriedigung führt. Ich habe wenige Pendler kennengelernt, die wirklich das Gefühl haben, dass sie durch ihr Pendeln, also durch diesen ständigen Wechsel ihres Lebens- und Wohnortes, eine tiefere innere Zufriedenheit bekommen oder das Gefühl haben, dass das Geld, das sie verdienen durch das Pendeln, dass sie das jetzt an ihrem Ort besonders toll umsetzen können mit ihrer Familie. Die meisten Pendler, zumindest die ich kenne, beschweren sich jeden Tag über ihr Pendeldasein und sind jeden Tag unglücklich. Die meisten Pendler, die ich kenne, es mag vielleicht ein paar höhere Beamte geben, die sozusagen nicht unter so großem Stress stehen, die dort etwas gelassener pendeln, die dann müssen auch nicht so früh pendeln und fahren dann früher nach Hause. Aber der Großteil der Pendler sind Menschen, die eigentlich in einem Wirtschaftskrieg stehen. Denn die pendeln nicht, weil sie das Gefühl haben, sie möchten dort Menschen treffen oder ihren Familienangehörigen etwas mitbringen, sondern sie pendeln, weil sie erpresst werden, weil gesagt wird, du darfst nur leben und deine Wohnung haben und dein Auto haben und deinen Urlaub haben, wenn du pendelst. Das Pendeln ist nicht Teil dieser Individualität und Freiheit, von der ich am Anfang gesprochen habe. Man pendelt nicht, weil man sich dafür entschieden hat. Man pendelt, weil man muss, so wie die ersten im 19. Jahrhundert die ersten Knechte und Bauernarbeiter, wenn sie den Hof nicht geerbt haben, bei der Rationalisierung der Landwirtschaft hier in Österreich die Höfe verlassen mussten und in eine Stadt mussten, um sich dort als Fabrikarbeiter oder Tagelöhner zu verdingen, weil sie in ihrem Dorf damals keine Existenzmöglichkeit mehr hatten. Ihre eigenen Familien haben sie weggeschickt und haben gesagt, sucht euch Arbeit woanders. Und in den Städten, in Linz, in Adlang-Puchheim, in Amstetten und anderswo in den Städten entstanden Fabriken und Dienstleistungen mit der Eisenbahn. Und auf einmal fingen die Menschen an zu pendeln. Und sie lebten ja gar nicht mehr an ihrem Ort. Und ihre Eltern lebten im Zuhäusel, im Austragshäusel. Also das ist eine Entwicklung, die ist ja nicht neu. Die Entwicklung hat schon begonnen mit der Industrialisierung Anfang des 19. Jahrhunderts. Hier in Vöcklabruck. Die Industrialisierung in dieser Gegend hier, auch in Steyr, das kann man ja auch überall nachlesen, diese Industrialisierung hat eigentlich schon diesen Effekt gehabt. Also haben die Menschen begonnen, ihre Orte gegen ihren Willen zu verlassen, obwohl sie eigentlich lieber da geblieben wären. Es ist ja dann verständlich, dass diese historischen Zentren aussterben. Und die sterben ja nicht nur in Vöcklabruck aus. Es gibt deutsche Städte, wo ich im Moment gerade hingerufen werde, zum Beispiel die Stadt Zeitz in Ostdeutschland. Da ist einfach die gesamte Innenstadt komplett leer. Das sind dann aber 400 Häuser leer. Das sieht aus wie im Krieg. Das gibt es. Und in vielen Städten
ist das Problem des Aussterbens der Innenstadt. Und in den Städten, wo es nicht geschieht, wo die Innenstadt nicht ausstirbt, da ist dann die interessante Frage, warum stirbt sie dort nicht aus? Warum bleibt es dort? Warum gehen die Menschen dorthin? Und in den Wiener Bezirken kann man das ja ganz gut sehen, wenn man dann also nicht nur den ersten Bezirk sieht, sondern man geht mal im dritten oder im elften Bezirk und dann stellt man fest, ja, die Leute wohnen dort noch. Die wohnen dort, die haben ihren Lebensmittelpunkt dort und fahren ja gar nicht weg. Da wohnen also noch Menschen neben ihrem Gewerbe und so weiter. Das ist also richtig besiedelt in Otterkring, ja, oder im dritten Bezirk, und entsprechend sind dann wiederum die Läden und die Kulturangebote. Aber warum soll ein Wiener mit dem Auto 30 Kilometer rausfahren in ein Einkaufszentrum? Das macht für den Wiener auch weder zeitmäßig noch ökonomisch noch sozial einen Sinn. Also das Ergebnis ist, da man in Wien keine Einkaufszentren bauen kann, weil es dafür kaum Platz gibt oder nur wenige, dass eben viele Leute dort bleiben. Aber wenn Sie dann sprechen mit den Wienern, und wir machen ja da diese Sozialkapitalumfrage, da haben Sie Werte in Wien, das sind die höchsten der Welt. Sie haben also für das Sozialklima, wird in Wien mit 9 von 10 Punkten bewertet. Wenn Sie das vergleichen mit Frankfurt am Main oder München oder Paris, ja, die liegen bei 5 Punkten oder London. Also Wien weit über jeder anderen Großstadt in Europa, auch Rom, nicht im Entferntesten solche Werte wie Wien. Also glaube ich, dass diese nicht materiellen Werte ein ganz wichtiger Teil sind dessen, wenn man darüber nachdenkt, wie kann ich eine Mitte, ein soziales Zentrum wiedergewinnen. Weil die sozialen Güter sind der Schlüssel dazu. Es sind dort in Wien keine riesen neuen Projekte gemacht worden. Die Leute wohnen in alten Häusern, zum Teil wohnen sie im Gemeindewohnungsbau von 1927, Sie sind zwar immer wieder renoviert worden, aber man kann nicht sagen, dass jetzt die Stadt Wien riesige Sachen gemacht hat, damit die Leute im Bezirk bleiben. Wir haben die beste U-Bahn, weit und breit, also man kann ganz schnell wegfahren, wenn man will, aus Wien. Aber dennoch scheint das in den Bezirken zu funktionieren. Und deshalb glaube ich schon, dass man sagen kann, lass uns doch die sozialen Güter überhaupt mal bewerten, in dem Ort, anonym, dass sie uns einfach mal bewerten, lass uns die Wahrheit erfahren. Wie steht es denn um das soziale Klima? Um Hilfsbereitschaft? Freundlichkeit? In meiner Geburtsstadt München habe ich mal angefangen, diese Umfrage, und habe dann andere gefragt, Journalisten und Mitarbeiter des Landeskriminalamtes, wie sie auf einer Skala von 10 hoch bis 1 niedrig die Freundlichkeit in München bewerten würden, ohne es ihnen zu sagen, wie ich es selber bewertet habe. Und jeder, den ich gefragt habe, hat sie mit 5 bewertet. Und dann bin ich zu meinem Verlag gegangen und habe bei meinem letzten Buch den Verlagslektor gefragt, habe ihm wieder nicht gesagt, dass alle 5 gesagt haben, und habe gesagt, wie bewertest du das denn? 5. Also wir haben alle unabhängig voneinander gespürt, dass München eine relativ geringe Freundlichkeit hat. Mit 5. Das ist relativ niedrig. Also Wien liegt bei 7. Und in Kambodscha liegen wir bei 8,5. Nur mal, um so den Level bei Freundlichkeit zu sehen. Und dann gibt es Städte wie Frankfurt am Main, die liegen bei 3. Oder Paris.
Nur, das sind schon große Unterschiede. Ne? Aber das Interessante ist, dass wir Menschen offenbar spüren, warum wir das alle gleich bewerten, wir spüren komischerweise die Stimmung unter uns. Und die ist nicht subjektiv. Das heißt, wenn wir eine schlechte Stimmung unter uns haben, egal ob wir arm oder reich, alt oder jung, Mann oder Frau sind, dann spüren wir das. Auch wenn wir es nicht sagen. Und wir leiden natürlich darunter. Und wenn wir eine 5 vergeben, sind wir ja unglücklich. Wir würden lieber sagen, es ist 8, die Freundlichkeit. Aber es ist nur 5. Und das ist also das vom Phänomen dieses Sozialkapitals. Und deshalb ist diese Messung, die wir machen, gar nicht so absurd. Oder ist auch gar nicht subjektiv. Denn es geht uns darum, dass wir uns eingestehen, wie unsere sozialen Verhältnisse miteinander sind. Dass wir uns nicht anlügen und dass wir damit eigentlich sehen, wo können wir das verbessern. Freundlichkeit ist eine ganz tolle Geschichte. Warum? Wenn ich auf die Straße gehe und ich bin arm, ja, kann ich trotzdem freundlich sein. Ich brauche für Freundlichkeit kein Reichtum, kein Geld, keine 50 Millionen Tunnelumfahrung um den Ort, um freundlich zu sein. Und das Interessante ist, dass gerade ärmere Menschen sehr oft sehr freundlich sind. Ich weiß nicht, ob Sie zustimmen. Sind sie. Und wenn Sie auf die Straße gehen, also Sie gehen aus Ihrem Haus raus oder aus der U-Bahn raus, dann können Sie diese Freundlichkeit direkt geben. Sie können also im Grunde Ihre Umgebung mit Ihrer eigenen Freundlichkeit verwöhnen. Und dann werden Sie ganz schnell spüren, in Sekunden, wie das erwidert wird. Weil wenn Sie freundlich sind, kommt das sofort zurück. In den Orten, wo ich gelebt habe, grüßen sich die Menschen auf der Straße. Und die grüßen auch Fremde. Und Fremde grüßen Sie. Das ist Freundlichkeit. Aber die Freundlichkeit findet sofort statt. Und sie findet ohne Geld statt. Und wenn Sie jetzt auf Ihren Stadtplatz kommen und dort freundlich sind, dann wird die Freundlichkeit sofort erwidert. Das heißt, Freundlichkeit wäre ein Grund, auf diesen Platz zu gehen. Ein Ort, wo ich hingehen kann, wo Menschen zu mir nett sind und mich grüßen und wertschätzen, mit mir sprechen, mich wahrnehmen. Das ist Sozialkapital. Und deshalb kann ich es selber erzeugen. Probieren Sie das mal. Das ist also ein ganz tolles Gefühl. Sie kennen das ja wahrscheinlich auch, oder? Wenn Sie freundlich sind, wie das zurückkommt und was das alleine ausmacht, dann stellen Sie sich vor, dass einfach Ihr Ortszentrum eben ein Ort der Freundlichkeit ist. Und das können Sie aber beeinflussen. Das heißt, nicht die Gemeinde und der Bund und das Land mit ihren Infrastrukturmaßnahmen können Freundlichkeit herstellen. Wir können 1000 Pflastersteine machen und alte Häuser restaurieren und ein Heimatmuseum dahin machen und ein Jugendzentrum. Ohne Freundlichkeit funktioniert es nicht. Und die Kaffeehausbesitzer können die tollsten Croissants und Einspänner und die schönsten Pasta Aglio Olio anbieten. Aber sie brauchen die Freundlichkeit. Weil die Freundlichkeit ist das soziale Kapital. Da könnte man jetzt viele solche Beispiele nennen. Und an diesen Beispielen sehen, dass eben diese nicht materiellen Güter im Grunde einen enormen Wert haben.